Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 59 von Simotrans Kooperation. Ja, wir sind wieder hier drin in unserem Spiel und am Kohlekraftwerk hat man gar nicht das Problem. Hier hatten wir, ach so, das war ja auch nach Monument alles. Über Dortmund Kohlezeche warten auch einige Fahrgäste, aber wir wollen noch ein bisschen was machen. Hier war ja damals der Stau, den wir jetzt vielleicht hier verändert haben, dadurch, dass die hier weiter ausholen zum Rumfahren. Ich würde aber gerne dieses eine Signal da noch wegmachen. Ich glaube, das muss da nicht stehen. Im Bahnhof stehen keine mehr, ne? Nein. Dann passt das wohl. Gut. Wollen wir hoffen, dass es jetzt so richtig läuft. Okay, und dann hatten wir ja Fahrpläne, die uns sagten, dass wir was ändern wollten. Ja. Ne, da müssen wir eine andere Liste nehmen. Mit wartenden Gästen mal. Wartend, aufsteigend, absteigend. Hamm, Rathaus, ist klar, hatten wir. Da sind vor allem Monumentgäste. Das heißt, ab 1900 oder sowas kommt irgendwie ein anderes Auto. Das würde es rausreißen. So, und hier haben wir Dortmund Kohlezeche. Von Hannover nach Dortmund zur Kohlezeche. Da müssen wir jetzt gucken, welcher Plan das ist. Und dann ändern wir da als erstes mal was, denke ich. Dortmund Kohlezeche, ja, das ist unsere Strecke. Da sind auch einige Fahrgäste auf der Strecke und in Osnabrück warten ganz viele. Das werden wir jetzt erstmal umändern. Da werden wir jetzt Züge einzeln fahren lassen. Na, das war jetzt nicht so dolle. Ja, mach erstmal zu. Das war ja die Strecke hier Dortmund über Recklinghausen geht das. Hier lang fahren sie. Und dann hier lang. Und von Recklinghausen geht es nach Münster, war das, glaube ich, ne? Und da fährt er doch an Münster, fahren sie auch vorbei. Dann geht's, aber ist alles zweispurig schon ausgebaut. Hier runter. Da ist Osnabrücker Kohlezeche. Ja, das ist wunderbar, wenn das alles zweispurig schon ausgebaut ist. Weil dann ist es ja überhaupt kein Problem mit dem Verkehr. Das ist schwierig. Das Einzige, wo es schwierig sein wird, wird hier in Hannover sein. Einfach aus dem Grunde, weil die Strecke natürlich, zack, hier sofort hinterm Bahnhof ist, ne? Aber das kriegen wir hin. So, das heißt, wir fahren einmal zurück nach Dortmund und schicken die von Dortmund auf der Strecke. Ich glaube, jetzt machen wir mal in die Richtung ein bisschen was. Das ist, glaube ich, Hannover, ne? Ja, genau. So, das bedeutet, die Lupe brauchen wir. So, dann gucken wir da nochmal rein. Warte mal, die Strecke können wir uns nochmal anzeigen lassen. Dortmund, Zeche, Recklinghausen, Münster, Osnabrück, Zeche. Also, der fährt nicht von Dortmund los, sondern von der Zeche los. Okay. So, das heißt, wir machen da einen Zug drauf. Ja, ob das richtig ist oder nicht, ne? Okay, der noch nicht. So. Das hört sich jetzt ein bisschen doof an. Aha, wir sollten vielleicht, na, machen wir jetzt hier den Fahrplan. Der sollte dann hier einfahren und fährt nach dort. Ja. Das ist eine neue Linie. Die Linie heißt dann Dortmund. Jetzt habe ich irgendwas gedrückt hier aus Versehen. Enter war das. Dortmund. Kohle. Zeche. Nach Recklinghausen. So, jetzt passt's, ne? Gut. Können wir schließen. Ist da auch ausgewählt und er fährt. Nochmal zum Depot würde ich gerne hin, weil ich würde den auch gerne beobachten, ob da was geht oder nicht geht, ne? So, das waren jetzt 1, 2, 3, 4 Wagen, 5 Wagen, 6 Wagen und dann kommt der Postanhänger, ne? Ja.
So, ach so, nee, da müssen wir nochmal das Depot. Nee, das haben wir ja offen. So, das heißt, Lok. Diese Waggons. 5, 6 und der passt. Und Fahrplan. Von dort nach Münster. Da ist Münster, ne? Ja, dahin. Das ist neue Linie. Die nennt sich dann Recklinghausen, Münster. Fertig. Und starten. Dann haben wir wieder einen Lok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und den da dran. Und Fahrplan ist dann von hier nach, wo fuhren wir, Osnabrück oder was war das? Ach so, Zeche geht's auch noch. Ja, das ist die einzigste Stelle, wo ich jetzt einen Zwischenhalt setze, weil ich glaube, da fahren nicht viele Passagiere. So, das ist dann neue Linie, aber die müssen wir nochmal hier korrigieren, indem wir nämlich auch noch da fahren. Linie 70 war das jetzt. Die wir da gemacht haben, die können wir gleich löschen, weil das war jetzt dann falsch. So, das ist Münster, Osnabrück, Zeche, Osnabrück und Osnabrück. Ah, das, den Fahrweg, den können wir uns sparen, dass wir das da hinschreiben. Würde ich mal sagen, oder? So, passt. Starten. Osnabrück, ja. So, dann von Osnabrück geht die nächste Reise dann weiter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Shit, das war einer zu viel, ist aber auch nicht schlimm. Ein davon. Und der Fahrplan ist von hier. Da runter. Können wir ruhig so weiterfahren, das passt schon. Und dann sind wir gleich in Hannover. Passt. Und neue Linie. Osnabrück. Hannover. Machen wir noch ein Leerzeichen zwischen. Passt. Und starten. Ab ins Depot. Ich weiß nicht, welche das ist. Osnabrück, Hannover ist das. Osnabrück, Münster, Osnabrück, Zeche, Osnabrück. Der steht da auch noch drin. Steht noch einer drin? Nein. So, dann machen wir das erstmal zu. Dann sind ja schon welche rausgefahren, oder? Recklinghausen Münster fährt da. Jetzt ist nur die Frage, ist das... Das müsste schon die ganze Strecke sein, sonst wird es nicht klappen, ne? So, jetzt nehme ich mal exemplarisch diesen hier auf. Und Osnabrück mache ich als zweites auf. Irgendwo hier müsste es jetzt sein. Da ist Osnabrück. Machen wir den zweiten Bahnhof auch noch auf. Hallo? Gerne den, ja. So, das beides. Und jetzt nehmen wir mal von der Strecke den Zug. Diesen hier. Die kommen da jetzt alle erstmal runter. Zack, ausmustern. Das war der erste, ne? Ausmustern. Das ist der zweite.
Und das ist der dritte. Ausmustern, können wir dann schließen. Der kommt auch noch da unten hin. Und noch ein. Ausmustern. Zug Nummer 4. Dann müssten wir noch einen haben. Ausmustern. Und das ist der 5er. So. Dann müssten 5 sein. Habe ich denn die anderen alle jetzt? Wir starten hier in Osnabrück, Hannover. Dann haben wir den Münster-Osnabrück-Zeche darüber. Das ist, passt auch. Münster-Recklinghausen. Und dann müssten wir noch Dortmund-Recklinghausen haben. Haben wir. Passt also. Die richtigen sind unterwegs. Und wenn die alle ausgemustert sind, darf hier nichts passieren. Das ist das weniger wert. So, da unten fährt auf jeden Fall ein Zug. Ich lasse jetzt mal schneller drehen, oder nicht? Ja, da unten sind... Einer ist schon weg. Was passiert gerade? Achso, da kommt eine Nachricht rein. Fahren natürlich eigentlich alle schwarze Zahlen da unten, aber... Das ist mir jetzt Schnuppe-Piepen egal. Ich möchte gerne, dass die von Bahnhof zu Bahnhof erstmal nur noch fahren, weil ich glaube, dass das besser für uns ist. Ja, die vier anderen, die fahren jetzt rote Zahlen, ne? Wer ist denn das hier? Recklinghausen. Okay, der wird wahrscheinlich jetzt mit dem einen voll bedient, ne? Okay, da sind aber genug Passagiere gerade zum Weiterreisen gekommen. Da kommt auch gerade einer rein. Jetzt die Frage, wer das ist. Da unten sind nur noch drei Zugänge. Und der linke müsste dann auch jetzt fast weg sein, oder? Ne, der fährt sogar noch weiter durch. Weiterlaufen lassen. Jetzt sind es nur noch zwei auf der Strecke durchgehend. So, und jetzt ist nur noch einer unterwegs. Und der fährt wohin? Recklinghausen Rathaus und hat Passagiere auch noch für andere Strecken. Okay. So, jetzt nur noch Dortmund Kohlezeche, oder wie sehe ich das? Ja, dann fährt dann Recklinghausen gerade weg. So, wenn der da unten weg ist, dann darf es hier nicht weniger werden. Der ist weg und das ist auch nicht weniger geworden, glaub. Das passt dann. So, und jetzt müssten die anderen nur alle plus fahren. Gut, der zu. Der auch zu. Nochmal Zug rausgesucht. Gewinn aufsteigend, absteigend, aufsteigend. Achso, das sind gerade neue Züge. Außer dieser hier. Der fährt Kaiserslautern, Speyer, Mannheim. Der wartet jetzt gerade. 10.000 Miese. Wie sieht's denn da aus? Ah, toll, ne? Der Zwischenbahnhof bringt's nicht. Aber die anderen, was ist in Mannheim? Ach, da gibt es auch noch andere Fahrziele. Ja, nochmal reingucken. Freiburg Rathaus. Über Karlsruhe Rathaus sind auch noch genug. Basel Rathaus. Ja. Ja, hat er mal gut, ne, hat auch nicht so gut gefahren, ne?
Ja, machen wir da. Wo möchte der jetzt? Oh, da fährt noch so ein kleiner Luxuszug lang, ne? Der fährt natürlich plus ein. Den will ich jetzt auch nicht runternehmen in dem Sinne, ne? Kaiserslautern, Mainz, Saarbrücken fährt der, oder? Jetzt fährt er hier links ab, oder wo fährt er lang? Ja. Kaiserslautern. Wie sieht's da aus? 320 wollen da nach Mainz. Das ist aber nicht der richtige Zug. Aha, das ist der Zug. Er fährt jetzt aber in die falsche Richtung. Mainz-Saarbrücken. Kaiserslautern. Das heißt, Mainz-Saarbrücken bleibt der. Und den anderen. Jetzt nur die Frage, wo hier. Ich glaube, in Stuttgart ist das nächste. Oder ist da ein Depot auf der Seite irgendwo auch noch? Nicht wirklich, ne? Da geht's nach Saarbrücken, da wird auch kein Depot sein. In Koblenz? Ne, da ist ja Mainz. Ne, das Stuttgarter Depot wird das nächste sein. Da müssen wir jetzt mal Kaiserslautern Mainz einen Zug draufsetzen und hoffen, dass sie da auch ankommen, ne? Da ist Pforzheim, das heißt, hier unten ist gleich das Depot. Lok. Eine. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und ein Waggon davon. Und der Fahrplan, den müssen wir gerade erstellen. Ist Kaiserslautern, Mainz. Dann müssen wir noch da. Ein bisschen tiefer. Halt mal Stopp. Oh, da müssen wir noch einen Bahnhof ausbauen. Der ist etwas zu kurz. Neue Linie. Kaiserslautern. Ne, großes M, großes Z, Mainz. Okay, und der kann starten. Und dann müssen wir gucken, dass wir hier was ändern. Gut. Da muss dann leider hier was weg, sonst funktioniert das nicht, ne? Oh, 1, 2, 3, 4. Ich glaube, da können wir hier richtig ordentlich wegnehmen. Und wenn wir schon dabei sind, dann das auch. Weil der Zug kommt ja da wieder rüber, genau. So. Das ist erledigt. Dann brauchen wir das. Das ist nur ein einzelner Bahnhof. Der kann dann mal so lang fahren. Und dort da lang. Und signaltechnisch müssen wir das hier ändern. Passt. Und das Stück weg. Das auch weg. Das auch weg, das ist alles prima. Und das weg, und da muss noch ein Signal weg. Das geht so. Das Signal stünde besser natürlich da. Passt. So, jetzt kann Mainz verlängert werden. 5, ich glaube 6, ne? Gut.
dann war es das in der Hinsicht. Da auch. Das passt. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir diese Linie ändern. Kaiserslautern, Mainz, Saarbrücken. Kaiserslautern. Kaiserslautern, Mainz, Saarbrücken. Da ist sie. Linie ändern. Löschen. Mainz. Löschen. Kaiserslautern. Fertig. Und jetzt sollte der dann passend fahren. Die Linie kriegt hier das Mainz noch raus. Passt. So. Und dann sollte eigentlich der andere Zug das jetzt hier übernehmen. So, das ist hier. Na, jetzt müssen wir gucken, wo wir Kaiserslautern im Bahnhof haben. 340, 327 über Mainz. Das heißt, der hat das übernommen, weil der zweite Zug da schon drauf sitzt. Das hat also geklappt. Und die Saxonia, die kann da auch ruhig weiterfahren. Ich glaube, nach Saarbrücken ist der Verkehr nicht so extrem. Steht überhaupt Saarbrücken? Da unten ein Passagier wartet da. Und müssen wir gerade gucken, wo es nach Saarbrücken geht, ne? Da ist Saarbrücken und wir stehen da. Ja. Die sieben Passagiere warten da noch, aber das sieht so aus, als ob wir hier auch noch eine Postkutsche bräuchten, ne? Damit das läuft. Gut, wie machen wir das gerade noch schnell? Straße. Hierhin. Und Bushaltestelle diese. Packen wir dahin. Und gehen dann hier weiter. Passt. Und kommt dann dahin, sag ich mal, ne? So, dann brauchen wir noch so ein Kutsche, ein Depot. Setzen wir dahin. Und dann gibt es dort. So, was kostet der Einspinner? 1 Cent. Und der kostet 3 Cent. Das teure ist die Kutsche selber. Testlauf, oder? Fahrplan. Und da, nach da. Neue Linie. Stadtbus Saarbrücken. Zu und starten. So, das Pferdchen läuft. Steht da natürlich noch keiner, ne? Nicht wirklich. Und da wahrscheinlich auch noch keiner für den. Gut, okay. Ja, da fährt jetzt nur noch einer, ist klar. Das ist halt Kaiserslautern Saarbrücken. Hier sieht's ganz schlecht gerade aus. Macht voll miese. Da auch, da auch. Da, ne, hier ist der besser. Nicht so toll. Die fahren alle miese ein. Der ist aber gerade voll. Und der ist Kaiserslautern. Ja, gar nicht das, was ich wissen wollte. Das können wir alles zumachen dann. Ich meine, ich hätte hier schon 13 Millionen gesehen, miese, ne? Gucken wir doch mal gerade da noch rein. Ist jetzt zwar höher, aber die Kurve hier sieht immer noch schlecht aus. Der Monat war besser wie der davor, aber im Endeffekt sind wir ganz schlecht unterwegs. Gucken, ob das besser wird noch. So.
Das ist der hier unten, der Zug. Den haben wir neu gemacht. Der nächste ist aber eine Langstreckengeschichte. Ja, das ist unser Postzug im Endeffekt, ne? Ja, der fährt nur Post und fährt 12.000 Miese ein. Super. Dann haben wir hier einen, das ist der hier unten, der 12.000 einfährt miese, von Osnabrück nach Hannover. Der sollte eigentlich besser Geld einfahren. Ja. Hier hatten wir noch einen Zug, der auch miese einfährt. Ja, da müssen wir uns nächstes Mal drum kümmern, um die anderen Strecken. Gut, da ist auch noch einer weg. So, was ist jetzt angesagt? Hier in Saarbrücken läuft nix. Kutsche, das wird auch nichts mehr werden. Das sieht auch nicht gut aus hier an der Kohlezeche in Osnabrück und so. Auch schlecht. Ja, da wird nichts passieren, da brauchen wir auch erstmal gar nicht reingucken. Das müssen wir uns später angucken dann. Oh, die Kutsche hat aber jetzt doch schon zwei Fahrgäste, das ist ja doch schon cool, ne? Also nochmal rein. Hier ist jetzt zwar keiner, aber da waren welche. Und da Saarbrücken und Düsseldorf. Gut, aber wird vielleicht mal funktionieren. Müssen wir mal schauen. Gut. Für die Folge soll es aber erst reichen. Ist schon wieder lang genug geworden. Ich würde ganz gerne nochmal hier in die Finanzen reingucken. Ja. Momentan sieht das besser aus. Und hier ist es auch ein bisschen höher. Wir sind am 18. Juli. Wäre natürlich cool, wenn sich das noch verbessern würde, aber momentan sieht dem nicht so aus. Linienverwaltung einmal. Okay, da ist schon keiner mehr drauf. Das heißt, die Linie können wir jetzt löschen. Und die 70 hatten wir auch noch irgendwo rumfliegen. Die kann auch weg. Linie löschen. Und hier müssen wir dann mal reingucken, Stuttgart. Da warten ja auch ganz viele Passagiere. Das müssen wir in der nächsten Folge dann umbauen, ne? Weil da können dann auch einzelne Züge hin und her fahren. Wie man sieht, warten da ja auch genug, die wahrscheinlich zwischen den Orten auch hin und her wollen, ne? Über Karlsruhe, Ingolstadt. Das ist jetzt allerdings die andere Richtung Karlsruhe, aber Ingolstadt 196. Darmstadt andere Richtung. Landshut sind 39. Ja, da sind aber ein paar, die Richtung Ulm und so, das ist die Strecke schon. Da kümmern wir uns dann nächstes Mal drum. Okay, dann würde ich erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.